So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute kommen auch neue Herausforderungen raus, weil viele denken immer so, das war's jetzt. Aber wir werden heute definitiv, also in 8 Stunden, wir haben jetzt kurz nach 6, werden wir definitiv neue Missionen bekommen. Ihr wisst ja, wir werden alle für euch machen. Dann erstmal danke an alle, die neu jetzt dabei sind. Und vor allem danke an die, die gestern mit im Stream waren. Und wenn ihr mal richtig aufpasst im Video, ihr seht oben links, wir haben einen neuen Top-Donator. Und zwar mit sage und schreibe 200 Euro. Also ohne Quatsch, nochmal vielen, vielen, vielen Dank für diesen kranken Support. Ich wusste gestern echt teilweise nicht mehr, was ich da überhaupt noch zu sagen soll. Weil klar, bei 5 Euro oder so, da kann man noch sagen, ja, danke. Danke für die Unterstützung, aber bei 200 Euro bleiben einem echt die Worte weg. Definitiv. Also, Gruß geht da auf jeden Fall raus. Ich kann euch schon mal gerade die Spendenliste zeigen. Wie gesagt, der Text wird immer kleiner, weil es einfach immer mehr Leute werden. Ihr seht schon oben mit 200 Euro, dann aber auch danke an Dark, der gestern mir 2 Skins geschenkt hat. Und zwar einmal hier den Weihnachtsskin und dann noch den kleinen Gartenzwerg. Also, auch da vielen Dank für den Support, weil es, ich finde es nicht selbstverständlich, dass einer mal gerade 2000 V-Bucks für mich ausgibt. Auch wenn er, was hat er gesagt, fast 6000 V-Bucks hat. Wie gesagt, ich kann immer wieder nur Danke sagen. So, dann haben wir noch gestern die Custom Games gehabt. Da hat sich auch ein bisschen was geändert. Nämlich, gut, Coco ist immer noch auf Platz 1. Wir wissen es. Aber es der Schlips holt bisschen auf, also er hat, Coco hat nur 6 Siege Vorsprung. Und ihr dürft nicht vergessen, heute kommt ja kein Livestream, dafür aber dann am Freitagmorgen wahrscheinlich schon, weil ihr wisst ja, am Freitag habe ich Geburtstag, also morgen ist mein letzter Tag, wo ich 32 bin. Gruß geht da erstmal raus an Mama. So, also wie gesagt, Freitag kommt ein Livestream, Samstag kommt ein Livestream und am Sonntag kommt quasi das Finale. Finale bedeutet deshalb, weil dann einfach irgendwann, ich denke mal so 7, 8 Uhr, ist dann halt einfach Feierabend, kann auch früher sein. Und dann werden halt die 10 Euro rausgehauen an denjenigen, der oben an der Spitze steht. Wenn du natürlich mitmachen willst, kein Problem, gern ein Abo da lassen. Sag schon, Glocke aktivieren, die Glocke deshalb aktivieren, damit du einfach siehst, wann ich online bin. Dann würde ich sagen, am besten noch Insta. Ist jetzt keine Werbung oder so, aber auf Insta gebe ich halt auch nochmal bekannt, wenn ich live bin, weil YouTube hat zurzeit Probleme mit den Live-Benachrichtigungen. Wir haben einige, die kommen erst nach 1-2 Stunden rein, weil sie sagen, ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Aber guckt auch immer wieder bei euren Benachrichtigungen, ob ihr die auch aktiviert habt. Weil, das ist mir auch schon passiert, ich so toll Stream verpasst, blablabla. So, und dann ihr seht, wir haben jetzt 530 V-Bucks, ich habe noch 2 Tagesaufgaben. Dann wären wir bei 630 V-Bucks, also der nächste Skin könnte quasi auch schon gegen Wochenende wiederkommen. Was bedeutet das? Ihr könnt wieder einen Skin gewinnen. Also, auch was die Skin-Verlosung betrifft, ihr braucht nicht über Insta fragen oder sonst was. Wir machen unsere Skin-Verlosung, nimm da einfach teil und dann siehst du schon, ob du einen gewonnen hast oder nicht. Aber einfach so kann ich ihn leider nicht verschenken. Das Einzige, was du bitte machen musst, ist mir eine Freundschaftsanfrage schicken, und zwar an yt-familyhack. Hat den ganz einfachen Grund, bevor ich einen Skin verschenken kann, müssen wir halt, wie gesagt, 48 Stunden miteinander befreundet sein. Ansonsten kann ich dir leider keinen Skin schenken, liegt nicht an mir, sondern liegt an Epic Games selber. Also das bitte beachten, falls du einen Skin gewinnen willst. Wie gesagt, Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann noch die Freundschaftsanfrage wegen Skins. Und wenn du dann noch richtig supporten willst, gerne auch noch meine Creator Code eintragen, steht hier unten im Livestream. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Ich weiß schon, was drin ist. Und da, ganz viel Lila. Denn die ganzen Skiskins sind wieder drin. In verschiedenen Stilen. Warum ist hier kein nur ein Stil? Ah, die sind alle einzeln. Weil ihr müsst da aufpassen, wenn ihr euch diesen Skin kauft, hier der kostet 1500 in der Variante, dann Kurzfassung, der kostet auch 1500 in der Variante. Was ich damit sagen will, ihr bekommt nicht alle Stile dafür,
sondern ihr müsst euch quasi einen Stil aussuchen und den könnt ihr euch kaufen. Also denkt nicht, dass ihr alle Stile bekommt, nur wenn ihr einmal den Skin kauft. Weil jeder Skin hat ein eigenes Aussehen, aber kostet dafür auch einzeln Geld. Heißt eigentlich quasi, wie viel haben wir hier? Ich muss gerade nochmal gucken. 8 Stück. Wenn ihr wirklich alle 8 haben wollt, könnt ihr euch selber ausrechnen. 8 mal 1500. Genau, 12.000 V-Bucks. Also passt da bitte auf, macht da nicht den Fehler. Ja, den hätte ich gern, aber eigentlich wollte ich ja, sage ich jetzt einfach mal, nicht den kanadischen, nicht den britischen, nicht den französischen, sondern den deutschen. Dann müsst ihr wirklich auf den deutschen gehen und dann auf kaufen gehen. Also passt da wirklich auf. So, wir gehen jetzt gerade nochmal alle durch. Jetzt kommt hier jetzt große Länderraten. Das ist China. Das ist, jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, Südkorea. Das ist einfach der Random, der hat keine Nationalität. Und dann haben wir hier den amerikanischen. Der gefällt mir persönlich am besten, weil der halt einfach aussieht wie so ein typischer amerikanischer Flieger. Oder diese ganzen Motorrad-Sprung-Spezialisten da, die sehen auch meistens so aus. So, dann haben wir nochmal Kanada. Kanada ist auch nice. Aber Wintersport ist einfach Kanada. Also wenn ich an Wintersport denke, habe ich immer Kanada vor mir. So, dann Großbritannien. Nochmal Frankreich. Das hier ist wie gesagt der Deutsche. Wie gesagt, ist nice. Ist auch ein OG-Skin. Ist er mit Season 2. Also, aber denkt halt nochmal dran. Ihr bekommt immer nur die Variante, die ihr hier aussucht. Ihr bekommt nicht alle 8 Stile. So, dasselbe haben wir nochmal in der weiblichen Variante. Einmal wie gesagt die amerikanische. Ja, hier gefällt mir die amerikanische zum Beispiel nicht. Das sieht komisch aus. Alles so komisch aus? Nee, Großbritannien ist okay. Frankreich sieht auch ein bisschen seltsam aus. Ja, Deutschland geht wieder. Aber von hinten, gut, wir werden den ja so spielen, aber von hinten ist auch okay. Aber gefallen mir die männlichen Varianten deutlich besser. Aber deutlich. Jetzt nur das Beispiel Amerika. Guckt euch mal den Skin an. Ach, hier sind sie ja nebeneinander. Also ganz ehrlich, die männliche Variante sieht eigentlich, wenn wir die Wahl haben, finde ich persönlich jedes Mal besser aus, oder? Egal bei welchem Skin. Also männliche Variante immer besser. Ja, auch in Deutschland. Durch das Halsband. Das Halsband könnte viel ausmachen. Ich guck gerade nochmal. Ja, das Halsband ist das. Durch das Halsband wirkt er einfach für mich persönlich besser. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Dann haben wir Schneefuß wieder drin. Der Skin gefällt mir auch richtig gut. Ihr wisst ja, ich mag eh lieber diese ausgefallenen Skins. Aber der ist nice. Der ist wirklich nice. Das ist auch Season 7. Es ist 6.15 Uhr. Lol, das war mein Ersatzwecker. So, dann haben wir hier das passende Rückenaccessoire dazu. Also wirklich, der Skin ist nice. Wenn wir wirklich Schnee bekommen, dann ist der auf jeden Fall spielbar. So, dann haben wir natürlich noch die weibliche Variante. Aber heute muss ich sagen, gefallen mir die männlichen Varianten wirklich besser. Ja, die weiblichen sind okay, jetzt sag ich mal. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen männlich und weiblich, würde ich echt nur männlich heute nehmen. So, dann haben wir noch die passende Spitzhacke dazu. Also okay. Und auch mal wieder ein Kleider. Erinnert so ein bisschen an Batman, habe ich so das Gefühl. Ah, wegen dem Wurfstern. Warte, wir gucken nochmal rein. Ah, doch, der ist okay. Für 800 V-Bucks ist der okay. Ist kein schlechter. Wenn ihr einen guten Kleider haben wollt, also für 800 V-Bucks ist der hier wirklich vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir noch Bigfoot mit drin. Ist auch halt ein lustiger Skin. Aber wie gesagt, von hinten sieht man ihn ja nur. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob der vom Laufen her auch ein Tick anders ist oder ob der so läuft wie ein normaler Skin. Aber es sieht natürlich schon geil aus.
Bigfoot ist schon nice. So, dann haben wir den Shishu. Shishu. Jetzt haben wir so einen Hund. Shishu. Also okay, normaler Ton. Aber in meinen Augen halt nichts Besonderes. Es ist halt so ein Pfandspektakel. Ja, kann man sich holen, muss man aber nicht. So, dann haben wir Wurfscheibenwirbel. Na, das ist okay. So, und dann haben wir mein Idol. Ja, so kam ich mir gestern vor, als die Spenden reinkamen. Da habe ich auch gedacht, ey, was? Ah ja. So, dann unendlicher Depp. Der ist nice. So ein bisschen zum Abfeiern ist der echt geil. So, dann Schnorchelops auch wieder im Shop. Lange nicht mehr gesehen. Kappa. Aber ihr wisst ja, linkes Bein, Schienbeinschoner, Knieschoner ist am Start. So, und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. In Rettet die Welt, für alle, die drauf warten. Heute wieder keine V-Bucks-Mission. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Gestern keine, heute keine. Ist halt schon ein bisschen schade, dass da gerade ein bisschen wenig ist. Dann, ihr wisst ja, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen. Guckt nach, ob er noch drin steht. YT-FamilyHack. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke für alles nochmal gestern und haut rein.